Willkommen zurück zum FM17 mit mir, euren Grauer und den Cottbusern, Freunde. Was geht ab? Schönen Samstagmorgen wünsche ich euch. Wie geht's euch eigentlich so? Genießt einfach das Wochenende. Ich tue es auch. Ich mache es auch einfach. Wir wollen jetzt gegen Berliner AK wieder durchstarten, so wie immer. Wie immer einfach. Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll manchmal. Weil es einfach nonstop hier auf Aufstieg geht, einfach nur. So. Jeschka hat eine 17 mit einer 52. Normalerweise muss ich ihn spielen lassen. Aber der hat auch keine bessere Fitness hier, ne? Egal, auf jeden Fall denke ich mal, dass er wieder reinkommen wird. Wie sieht's denn aus hier mit Viteriti? Gelb vorbelastet. Neuner Form. Müller ist besser dran. Lassen wir Müller spielen. Gut, dann privater Bereich nochmal ein bisschen abchecken hier, was da noch Sache ist. Gut. So, Finanzstatus, wir dürfen noch 57.000 ein bisschen hier Patzer quetschen noch umhin, aber im Moment sehe ich da erstmal keinen Bedarf gerade. Muss man nicht machen. Matuvia, der hat auch am Anfang so viel gespielt, ne? Das tut mir auch leid, so ein bisschen, ey. Auf die Bank mit dir. Lass mal einen Stein sich mal ein bisschen hier... Ja, die Fitness, die ist halt kacke, ne? Der muss eigentlich auch spielen, ne? Freunde, muss der spielen dann? Ich komme da gerade so ein bisschen durcheinander. Was macht eigentlich der Sponsor? Nächster Heimspiel gegen Leipzig, da kann man nochmal Freikarten verteilen. Das sieht doch gut aus. Super. Jugendmannschaft aufstellen. Die ist aufgestellt. Passt. Super. Karriereoption. Ist jetzt schon mal jemand dabei? Nee, immer noch nicht. Was haben wir denn für ein Level? Level 1. Ja gut, dann macht Sinn. Alles klar. Gehen wir ins Spiel rein. Gegen Berliner AK. Von einem Berliner Club zum nächsten. Textmodus natürlich. Und dann geht sie ab, die wilde Fahrt. Würde ich sagen. Klick, klack. In Berlin geht's rund am 27. Spieltag. Kevin Mertes hat die Partie freigegeben. Yildiz und Grauer auf der Trainerbank stehen sich gegenüber. Hohe Flanke von Weidlich. Flauder muss sein ganzes Können beweisen. Lenkt diesen Ball, diese Chance über die Latte. Foul von Hellwig an Ziegenbein, Elfmeter. Super. Die Chance für Kruse. Tor. 1-0. Ich glaube, den letzten hat er sogar verballert. Kann das sein? Viertes Saisontor für unseren Capitano. Na, hauen wir mal so ein weiter so rein. Ecke von links. Förster versucht es ja gegen Hellwig mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Es gibt folgerichtig Freistoß für Berlin. Ja, und die nächste Chance auch jetzt für Berlin. Ecke von rechts, Bulicki. Slavov legt per Kopf auf Stefan ab. Und er macht das 1:1. So schnell kann es gehen. Kevin Stefan mit dem 1:1. Ich bin mir nicht sicher, ob der Trainer alles im Griff hat, wenn er weiter Aftus Balc die Abstöße machen lässt. Zielen tut er vielleicht, aber dabei fliegt ganz bestimmt nicht dorthin. Ja, das ist wieder provokant. Förster taucht alleine vor Flauder auf. Na, vertändelt die Chance, anstatt sich den auf den besseren Fuß zu legen. Das macht er aber nicht, meine lieben Freunde. Ja, Slavov mit der Freistoßflanke. Spitsch fördert den Ball aus den 16er. Also sie machen ganz schön Druck, die Berliner. Das muss man schon zugeben. Schlüter lässt Lichte mit einer feinen Finte laufen, hält drauf und Außenpfosten. Schade an der Stelle, oder? Wie sieht denn das aus? Wir haben auch nicht so schlechte Spieler, muss man dazu sagen, ne? Wir haben nochmal die Chance jetzt. Förster sieht das Flauder zu weit vor. Komm! Ja! 2:1, Förster! Jawolla! Warum steht er auch so weit draußen? Das muss er doch nicht. Doch, das muss er. 11. Bude für ihn. Super. Damit ist die erste Halbzeit auch vorbei. Cottbus ist in der ersten Halbzeit der Favoritenrolle absolut gerecht worden. Okay.
Gut, lass uns so weitermachen. Mal ein bisschen motivieren hier den Spike und Kera. Und hier die Jungs so ein bisschen. Massieren wir den Baude, der ein bisschen schwächelt mit der Frische, und auch ein Förster, der muss vorne auch fit sein, und ein Knechtel. Dann passt das und wir gehen in die Halbzeit 2 rein. Dadurch, dass wir immer hier umstellen und alles, ist auch die Teamdynamik ein bisschen abgefallen. Ich denke auch, dass es vielleicht... Was denn jetzt? Was ist los? Tor! Weidlich. Was war das? Weiter Abschlag von Spike. Weidlich nimmt den Ball mit und ist plötzlich durchschießt. Tor. Krass. Da motiviert man die Leute einfach und dann passiert sowas. Und danach hat er hier noch eine Parade und sichert den Ball rechtzeitig vor Slavov. Also der Junge, der hat das richtig angenommen, die Motivation. So muss das auch sein. Also wenn, er muss das auch richtig machen. Jao lässt Schlüter aussteigen, kommt zum Schuss. Landet direkt in den Arm von Afdo. Super. So, die Jungs werden sich hier mal aufwärmen. Müller mit einer 3,5, Weidlich mit einer 1. Guter Pass von Hellwig auf Stefan. Spalsch ist unten und packt zu. Super. Die Chance jetzt Weidlich rauszunehmen. Baudo flankt. Flauder fliegt einfach unter der Reingabe durch. Doch Förster ist überrascht. Gut. Wir bringen Skarke für Weidlich. Damit Weidlich einfach seine 1 bellt. Da geht die Form auch höher. Super. Das können wir jetzt uns mal leisten wieder. Und Mamba werde ich auch bringen. Für Förster, der mit einer 2 auch sehr, sehr gut da steht. Dann konzentrieren wir uns noch. Die 20 Minuten, die da noch bestehen. Iyad Al-Khalaf. Für Lichte. Der Iyad. Yezili hat sich verletzt. Oberschenkelzerrung. Ah, okay, das ist ja nicht jetzt so schlimm. Tut zwar auch ein bisschen weh, aber kommt in den besten Familien vor. Hier wird munter weitergewechselt. Körpersprache Berliner zeigt, dass hier nicht mehr viel zu reißen ist, dass sie es nicht mehr reißen können. Und wir haben nochmal die Chance. Riesenchance. Müller flankt. Ziegenbein ist per Kopf zur Stelle. Flauder ist chancenlos. 4-1. Auch er schon 10 Tore. Wow. Wow, einfach. Klasse. Ja, meine Spieler wirken gelangweilt. Stefan lässt Schlüter aussteigen, kommt zum Schuss. Oder Spalc hat ihn wieder. Sehr, sehr gut, Freunde. Denke mal, das war's dann. Oder haben sie noch eine Chance? Schöne Kombination. Slavov, der macht ihn. Nicht. Aus 13 Meter frei am Tor vorbei. Noch eine Chance. Nee. Spiel vorbei. Wir gewinnen auch dieses Spiel. So wie die anderen Partien davor. Bis auf das gegen Nordhausen, Freunde. Schönes Spiel meiner Mannschaft, muss ich einfach sagen. Super. Weidlich richtig gut. Viertes Saisontor. Ziegenbein ja 10. Saisontor. Form vom 12. Und Förster ist angekommen. Und auch ein Streli Mamba hat wieder gespielt. Und Skarke auch. Sehr schön. 70 Punkte haben wir jetzt mittlerweile. Ja, ich denke mal nicht, dass wir da noch eingeholt werden können. Das ist wohl jeden von uns klar. Irgendwie schon. Hertha 2, 1:1 gegen Lok Leipzig. Berlin AK 1:4, Niederlage ja gegen uns. Leipzig 2 gewinnt 3:1 gegen Babelsberg. Auerbach 2:3, Niederlage gegen Oberlausitz. Bautzen 5:2, Sieg gegen Meuselwitz. Fürstenwalde verliert 0:3 gegen Berlin. Viktoria Luckenwalde 1:0 verloren gegen BFC Dynamo. Nordhausen 4:0 Sieg gegen Schönberg und Strelitz 3:2 Sieg gegen Jena. Gegen den zweiten. Hallo? Ein kleines Hallo von Neustrelitz, Freunde. Schulz, Njai. Also
Das gibt's ja gar nicht. Die leben ja nur, die Jungs. Wow. Oh, der hat übrigens noch einen Bruder. Moma. Der spielt bei Dudelang in Luxemburg. Okay, cool. Spieltagsstatistik. Sehr schön, weitlich dabei. Klasse. Immerhin. Und natürlich der Dachauf wieder. Wow. Das ist echt krass. Also muss man schon sagen. Klasse. Gentnerwechsel zu RB Leipzig. Sehen wir hier. Machen wir mal die Nationalen. Benatira zu 60 München. Jonas Hofmann zu Frankfurt. Lukas Kruse zu Braunschweig. Also erstmal die paar. Ne? Mannschaft der Woche. Oh, da haben wir wieder Leute. Wollen wir mal schauen. Autosave, beeil dich mal. Neumann zurück in der Jugendmannschaft. So. Oh, Senkrechtstarter der Saison. Spalch von der 53 auf eine 57. Mittlerweile durch Moral auf 60. Auf eine 60, überragend. Das freut mich für ihn. Dann Streli Mamba von der 53 auf eine 56. Auch sehr, sehr gut gemacht alles. 12 Saisontore. Thilo Kehrer natürlich von der 61 auf eine 65. Super, und wen haben wir hier noch? Malte Karpstein, Freunde. Auf eine 53. Ja, der Dachhoff, der Name, der wird mich immer verfolgen. Dann haben wir hier Max Seger. 55er Stärke. Jonas Fehr, 58. Redemann, 57. Können wir nochmal schauen hier in den anderen. Regionalliga Nord. Ob da einer dabei ist für uns. Oder ob ihr einen seht vielleicht. Moment. West haben wir hier noch. Hier 62. Schulze von der 57 auf eine 62. Wow. Wen haben wir hier noch? Hier Marius Kleinsorge. Auch eine 62. Krass. Dann geht's weiter in der Südwest. Hier haben wir Stefan Posch, den Sohn von dem Anwalt, Christopher Posch. Ja, der kann sich aussehen lassen. Er ist natürlich nicht der Sohn. Sehr dummes Gelaber. Max Besuschkow von Stuttgart 2. Und dann sind wir noch Regionalliga Bayern. Yannick Schilder, der spielt wirklich bei Illertissen. Da haben sie sich einen richtig guten geholt. Alter, das ist ein Eck-Schalker-Torwart, ist das. Nicht schlecht. Also der ist nicht schlecht. Neudecker auf eine 65 kennen wir ja noch von 60 München. Ja, abermals Union Berlin, wenn wir doch mal ehrlich sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal weiter. Wie gewonnen, Shot? Shot? Aha, Leipzig, okay. Gegen den Dritten also. Aber erstmal ein paar Nachrichten. Mannschaft der Woche, weitlich. Scouting abgeschlossen. Von Damian Pawlowski auf 9. Und Dore Jakobsen auf 7. Und Pawlowski auf 10. 50er Stärke mit 18. Gut, und Steffen verlängert seinen Vertrag. Können wir jetzt auch mal rausnehmen. Gut. Dann sprechen werde ich mit denen nach der Folge dann. Ja gut, Freunde. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch kurz das Team an. Ich würde sagen, dass ein Marc Stein gegen Leipzig spielen wird. Auf jeden Fall. Und die Mannschaft auf jeden Fall, also die werden wir so lassen. Nur, also wir müssen das so ändern halt, dass die Stärken wieder mit drin sind. Ich möchte da anders rangehen als sonst. Und dann passt das, würde ich sagen. Gut, Freunde, würde ich sagen, jetzt wie oft habe ich das eigentlich gesagt? Wir sehen uns gleich wieder im Spitzenspiel gegen RB Leipzig 2. Bleibt dran, bis gleich, ciao.